Nee, ich habe Wahrscheinlich. den von heute um 19:38 Uhr genommen. Aber den habe ich auch genommen. Der geht bei mir. Bin drin. Wird schon der sein. Ich werde einfach nochmal Steam schließen und dann nochmal starten. Neutrale. Ich habe noch nie. Also, ich habe ganz selten echt gute Geister. Das ist ein bisschen komisch. Dabei Ein hast du doch bisschen jetzt eh schade. mehr Glück, oder? Habe ich mehr Auch Glück? ja, durch diese Phasenpfote. Ups. Stimmt. Ich glaube, hab ich da generell mehr Glück. War nicht irgendwas anderes? Aber Der das kann ich vielleicht Steam-Controller einfach ist jetzt. mit den Geistern. Der Steam-Controller ist jetzt wieder in Interaktion. Der wird aber auch nicht mehr hergestellt. Die verkaufen nur noch ab. Ja, wahrscheinlich. Was sie an Lagerbeständen haben. Der wird nicht mehr neu produziert. Lohnt sich ja auch gar nicht, einen extra Steam-Controller zu kaufen. Naja, das war halt ganz nett für Strategiespiele. Also ich habe einen Steam-Controller und einen Steam Link daheim. Und wie oft benutzt ihr den Steam-Controller? Das ist halt die Frage. Nicht oft, weil ich gemerkt habe, dass er halt wirklich nicht so geil ist. Ja, das ist halt wirklich nur cool, wenn man sich erstens dran gewöhnt und zweitens irgendwie für Strategiespiele oder sowas. Und da ist es immer noch eine Maus besser. Für Ja. Strategiespiele und Controller. Ja, hier, da gab es mal eins. Das hat so einen 0815-Namen gehabt. Das war extra für den Steam-Controller optimiert, tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wirklich. Sounds weird, stimmt. Stellaris. Deswegen Also. haben die ja Trackpads genommen, damit, weil man damit Sachen spielen soll, die sonst mit dem Controller schlechter gehen, weil man damit mehr Gefühl hat. Also, was ich gemerkt habe, auf jeden Fall, ich habe ja zum Beispiel den City Car Drive Simulator oder so einen Spaß. Und selbst ETS, du brauchst erstmal eine halbe Stunde zum Einstellen. Digga. Aber du kannst so einfach eine Voreinstellung runterladen. Ja. Kommst du jetzt rein? Ja, ne, wenn ich es schaffe. So. Dann gehe ich auch mal online live und keine Ahnung was. Ich bin das also schon. Also bei mir steht halt einfach bloß da, Verbindung wird hergestellt, wenn nicht. Hast du denn auch Hallo Internet? Nio. Nio und danke für den Host. Hast du überhaupt Internet? Die Frage ist sowas von, ja, Bin ich ich da? bin Ich finde die gerechtfertigt, ja. Wer hat hier eigentlich Pastinaken gesät? Wen muss ich umbringen? Du selbst wahrscheinlich. Wie stehst du Nee. so auf Pastinaken? Ich stehe nicht auf Ja, das ist ja Pastinaken. echt nicht mehr feierlich. Warum kann ich nicht beitreten? Mein Ach, Stream ich cheat. Depp. Ich bin so ein Depp. Hast du doch Alles den falschen okay. Code genommen? Schön, dass du es jetzt auch mal merkst. Nee, ich habe LAN eingegeben. Sehr gut. Das Vielen kann Dank lange bei LAN. dauern. So. Ach nee, die wollte ich ja gar nicht mehr da reinschmeißen. Ich wollte ja eigentlich noch essen. Miau. Die Aber kann ich hier irgendwie zum komme ich dazu. Einlegen nehmen, die Bohnen. Hiro! So. Hiro! Warte mal. Ich muss hier erstmal sortieren. Ich bin total out of order. Was haben wir letztes Mal? Machen wir nicht irgendwas? Irgendwas wollten wir doch Wir machen wollten dieses die Mal, ne? Wüste und irgendwie Iridium farmen oder so ein Kram, Ja, glaube und dann ich. hat Ja, Felix gut, sein das war Schwert Schatzi, das verloren. müssen wir morgen machen. Stimmt, und Felix hat sein Schwert verloren. Stimmt. Hast du das andere Schwert gesehen, Felix? Lava-Katana habe ich. Was ist denn, Kira? Komm doch her. Wieso hast denn du jetzt noch ein Lava-Katana? Doch das Will ich Beste. mal. Vielleicht hat es das nie abgespeichert letztens. Würde Ich mich muss jetzt nur wundern. noch heute ohne mein Schwert zu verlieren durchhalten, dann kriege ich Bier von dir. Das ist schon der zweite Also Stream. Das musst du letzte Mal einfach nicht. nicht in die Mine gehen. Ja, ich Aber wir weiß. wollten heute in die Mine. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Bin ich schon drin? Ja, was ist Warte mal. denn? Ja, was ist denn, Kira? Muss Guck ich mal mal hier hier. Scheiß ablegen. Ein Spinner. Hui. Ja. Spin, spin, spin my head right round, Was ist denn das für like a ein record, baby. Logo vor deinem Namen, Neo? Fällt gerade was auf. Weißt du, was Warum? das ist? So ein blaues Schneeflockensymbol? Das ist, wenn man mit Hashtag Charity gecheert hat. Ah, cool. Das ist ja nett. Das ist, wenn man lebt nicht da, dann will ich Das habe das ich und bisher noch das. gar nicht gesehen. Ja, weil ganz wenig Leute mit Hashtag Charity cheeren tatsächlich. Oder relativ wenig. Ganz wenig nicht, aber relativ Obwohl zu wenig. Charity aufgefordert wird? Na, direkt aufgefordert nicht, aber die Twitch spendet tatsächlich im Namen von allen Leuten, die das machen dann. Also der Streamer kriegt trotzdem das Gleiche. Moment mal, der Streamer kriegt das Gleiche, aber Ja. Aber Twitch trotzdem kann man. spendet, weil es jetzt nur eine Weihnachtszeit eine Aktion ist. Wenn du mit Hashtag Charity cheerst. Ja, aber das ist ja voll cool. Das sollte man ja nur noch mit Hashtag Charity Zumindest solange die Aktion anhält, ja. cheeren. Ist ja nice. Solange die Aktion anhält, ja.
cool. Hast du gut gemacht, Mio. Kriegst ein Bienchen. Ins Mama-Heft. Ins Mama-Heft. Lumi, die Stadium-Mama. Genau. Sorry, ich weiß, dass ich alt bin, ja, aber ich bin auch keine Stadium-Mama. Doch. Für uns schon. Haben wir gerade festgestellt. Ja. Warum schlaft ihr regelmäßig im Bett eurer Stadium-Mama? Das ist ein Doppelbett, ja. Ja, weil wir ein Ödipus-Dingens haben. Ich habe eine andere Begründung. Ich habe Angst vor Donner. Süß, Ben. Glaubt dir zwar keiner, aber sehr süß. Du glaubst nicht, dass ich Angst vor Donner habe? Warum glaubst du nicht, dass ich Angst vor Donner habe? Danke für die, wenn wir schon dabei sind, Charity, Charity, Charity. für die Bits und fürs Charity bitten. Bitten. Ist das ein Verb? Was? Bitten? Cool, Nio. Auf jeden Fall. Wie bei mir hat gerade Nio Bits gebittet. Gibt's da ein Verb für? Cheeren, immer noch. Cheeren. Ach, Mensch. Soll ich ein bisschen was vorlesen von so einer geheimen Notiz? Machen. Ich bin noch nicht ganz da. Das ist eine Seite aus einem Tagebuch. Es gibt nur wenige ältere Junggesellen. Und keiner davon ist perfekt. Harvey ist sehr nervös und schwach, aber ich weiß, er wäre ein legaler, loyaler und hingebungsvoller Ehemann. Hattest du das schon? Ja. Ich nicht. Okay, ich oder? Ich dachte, wir hatten das insgesamt schon. Wahrscheinlich hast du schon vorgelesen. Irgendwann mal. Wenn du dies lesen kannst. Komm mal zum Game Wald, bitte bring Ahornsirup. Ja, das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon, du hattest es aber glaube ich noch nicht. Wir haben es noch nicht gemacht. Doch, wir beide haben es schon gemacht. Du musst es noch machen. Du hast es nur nicht gemacht, genau. Hm. Wir haben das alles schon. Oh nee! Hast du mein Geheimnis im dunklen Tunnel gefunden? Ich freue mich schon auf dich. Hatte ich das schon abgegeben? Aber nee, ich habe das Geheimnis im dunklen Tunnel gefunden. Ich glaube, wir hatten nicht genug Batterien dafür, kann das sein? Ja, siehst du, da können wir dann gleich mal Lumi, packt den Batterien. Ich hab gesagt, wir haben doch noch Batterien. Ihr anderen habt das jetzt schon gemacht, Ben hat das schon gemacht, aber ich glaube, ich hab das gemacht. Ja, dann genau, holt ihr eine Batterie. Hatten. Ja, jetzt stress mal nicht so rum. Stress. Felix will heute Sachen machen. Hast du dich um Tiere schon gekümmert, Lumi? Ja, gerade eben. Sehr schön. Du kriegst ein Bienchen. Noch eins in mein Mama-Heft. Und wer ist bei mir die Mama? Ja, du kriegst das Bienchen ins Papa-Heft. Papa, wer ist denn mein Papa von euch? Hallo. Wann bist du mein Papa? Nur in Stardew Valley. Bist du mein Daddy? Wenn du gerne möchtest, bin ich auch dein Daddy. Regen, ich hab's schon gemacht, lustigerweise. Im Hintergrund quatschen Ben und Felix, mit denen ich zusammen spiele. La 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 la. Ben hat selber, also Ben streamt selbst auch. Ich glaube, Felix. Stimmt, ich hab den Multi nicht angemacht. Wieder. Nicht, das muss ich gleich noch machen. Lumi, hast du eine Batterie schon? Ja. Links oder rechts dann? Links. Und dann ganz Multi ganz oben dran gehen. Ich hab Multi-Twitch auch nicht. Schickst du mir den Link nochmal, wenn du Multi-Twitch machst? Wenn ich es gleich gemacht habe, kann ich das machen, ja. Dann kann ich das nämlich auch wieder anfinden. Ach, ups, scheiße, das ist jetzt zu spät. Ich glaube, ich habe eine neue Notiz, die Regenbogen kurz vor 1 am Busch neben der Brücke, der zweite Busch. Also 0.40 Uhr, um genau zu sein. Soll ich mich mal kurz um den Multi-Twitch-Link kümmern? Dann halte ich gleich mal weiter. So. Dann sind wir wieder da. Was ist mit Vervielfältiger? Das ist da rechts oben, oder was? Ja. So. Bäh, wir kommen jetzt schon hier Viecher. Frag ich mich. Ah, aber es ist 20 Uhr. Ist. Genau jetzt. 20 dann. Uhr ich baue schon mal ein paar Bomben. Ich glaube, ich kann den nicht bauen, wenn dann kann Lumi den bauen. Danke, Chris, für den Host. Und hallo. So macht man das. Wie gesagt, Lumi, ich habe gehört, du kannst bauen. Ich kann den nicht bauen, auf jeden Fall. Ich glaube, den haben wir vielleicht auch aus dem Gemeindezentrum bekommen. Kann das sein, dass wir ihn gar nicht bauen können bisher? Das kann durchaus möglich sein. Ich bin gerade noch am Rumwurscheln. Sorry. Lumi ist immer am Rumwurscheln, gewöhnt euch dran. Das wird sich nicht ändern, großartig. Immerhin bin ich zu spät, weil ich eigentlich dem Chris was schenken wollte, aber das hat nicht richtig funktioniert. Du
bist zu spät, weil du ihm eigentlich was schenken wolltest. Das ist ja mal eine Ausrede. Ja. Weil ich... Warum geht das jetzt nicht? Nee. Nein. Ja, ich wollte ihm von meinem, okay, ich kann nicht Sachen regeln und gleichzeitig reden. Das funktioniert. Du bist doch eine Frau, du bist doch Multitasking. Nein, das ist so ein Scheißgerücht, es gibt kein Multitasking. Doch, doch. Meine Freundin kann das ja schließlich auch. Dann ist seine Freundin was ganz Besonderes. Eine ganz besondere Frau. Schatz, du bist eine ganz besondere Frau. Sie hält sich auch mit dir aus. Weil du Multitasking kannst. Jetzt das zweite kannst du ruhig weiterleiten, auch noch. Ja, Benni sagt das auch. Nein, er hat noch was anderes gesagt. So. Hab ich nicht verstanden. Ja, hab ich gemerkt. Platz da, dann zieh ich dir die Hosen aus. Ja. Jetzt hab ich's gleich. Dass du mir die Hosen ausziehst, das will ich sehen. Sau grad, oh, sau jetzt grad ist Bomben. Ab hier. So. Sau grad Bomben für uns da. So. Jetzt haben ausfordern. Jetzt müsste regelmäßig der Multi-Twitch-Link kommen, damit man Ben und mich gleichzeitig sehen kann. Mit regelmäßig habe ich nichts eingerichtet. Ich habe bloß, dass man es überhaupt machen kann. Dass man Ausrufezeichen Multi machen kann, um uns beide zu sehen. Mehr habe ich nicht eingerichtet. Ich habe eingerichtet tatsächlich, dass man, dass der hin und wieder gepostet wird. Ich habe dich als meine bessere Hälfte bezeichnet. Bin ich nicht romantisch? Das ist ein bisschen knuffig. Und ein bisschen eklig. Du bist ja auch mein Daddy und ich bin deine Mami. Okay, jetzt wird's merkwürdig. Jetzt ist es nicht mehr eklig, es ist aber nur merkwürdig. Oh, es macht so Spaß, dich zu verwirren. Ich bin aber gar nicht verwirrt, ich find's nur komisch. Ach komm, sei wenigstens ein bisschen verwirrt. Nee. Haben wir noch irgendwo Platz für gemischte Samen? Wahrscheinlich nicht, ne? Platz für Samen. Gemischte Samen? Ja. Passend zum Thema? Halt, Moment, kann ich gemischte Samen nur sein? Ich muss 0.40 Uhr doch an einem bestimmten Dingens sein. Das schaffst du jetzt nicht mehr, je nachdem, wo du bist. Dann packe ich die Samen halt mal weg. 0.40 Uhr schaffe ich noch, da zu sein, wo ich hin will, denke ich. Haben wir 20 Minuten. Dann, es wird spät. Ich muss erstmal kurz dahin, wo ich hin will. Da gab es einen. Also, Abendessen beim Stream war irgendwie nicht die geilste Idee, die ich hatte. Ne? Das ist generell nicht so eine gute Idee. Essen die beim Idee Stream. Hattest du gestern schon. Ja. Hadi, hallo, Chris. Gestern wäre es noch ungeiler gewesen mit Pizza, aber. Moment, nicht da? Verdammt, ich habe es wirklich nicht geschafft. Ach, das ist doch doof. Krass, wie weit man rennen muss. Wie geht's dir, mein Prinz? Mir geht's eigentlich sehr gut. Es wird immer besser mit der Nase. Ich habe heute auch nicht Mittagsschlaf machen müssen. Ich habe einfach nur ausgepennt und den Tag dann über Sachen gemacht. Videos geschnitten. Sauber gemacht, eingekauft. Ich werde nicht mal wieder einkaufen, das war toll. Jetzt habe ich endlich wieder Essen zu Hause. Also abgesehen von Süßigkeiten. Und ich habe eventuell ein bisschen zugeschlagen, was deine Süßigkeiten angeht. So die erste Packung. Die ist nämlich fast alle. Wer bezeichnet dich denn bitte sehr als dein Prinz? Chris and Kit. Ach so. Der bezeichnet mich als Prinz, weil ich habe den Frosch sogar noch vergessen. Weil ich immer einen Frosch auf meinem Mikro sitzen habe. Das ist der Froschkönig, dann bin ich der Prinz. Und sein Frosch, der sitzt jetzt, ich glaube, das sieht man nur nicht. Oder nur schlecht, der sitzt hinter mir tatsächlich da. 20.000. Krasse Scheiße. Kampfstufe 2? Hä, ich war doch schon Kampfstufe 3, oder? Tja, du wurdest zurückgestuft. Weil du zu wenig kämpfst. Ich habe dafür ein bisschen was verkauft, ja. Richtig, ich kämpfe mehr. Ja. Ich war heute endlich mal wieder Foodsharen. Und entsprechend esse ich gerade voll gesund. Richtig gut. Was gibt's denn? Es gibt Ofen, Kürbis, / Zucchini mit einem selbstgemachten Kräuterquark. Ich habe glückliche Geister. Ich hätte noch Forelle von vor 4 Tagen. Volles Frühstück. Letzte Woche habe ich dir beigebracht, wie man Kartoffelpuffer macht. Diese Woche werde ich dir zeigen, wie du sie mit anderen Zutaten kombinierst, um ein herzhaftes und gesundes Frühstück zu kreieren. Diese Mahlzeit würde dich richtig füllen und dir die nötige Energie für die Arbeit des ganzen Tages geben. Du hast gelernt, wie man volles Frühstück macht. Sagen nur meine Geister. Sag mal, Chris, wie geht's dir denn? Das ist ja mal eine viel wichtigere Frage. Extra Glück. Ja, wir sollten in die Mine. Um 10 kommt der Bus. Hä? Nee, wir gehen jetzt nicht. Wir gehen jetzt. Ich will dann erstmal zum Schmied.
Kannst du doch machen. Kannst du es mitgehen? Ich gehe in die Mine. Mitteilung, Pierre hier. Ich möchte gerade wirklich, wirklich einen Teller Sashimi. Ich werde gutes Geld an die Person bezahlen, die mir einen bringt. Also ohne Bomben stelle ich mir das lustig vor. Geht so. Es geht ja nicht darum, dass wir weit runterkommen. Es geht ja erstmal nur darum, dass wir ein bisschen Iridium fahren. Geht so, der Zahn muckert. Wieso muckert denn dein Zahn? Achso, wegen dem, ja, ich weiß, warum der Zahn muckert. Ja, armer Chris, ey. Ich hasse Zahnarzt. Ich hoffe, du hast wenigstens irgendwie Schmerzmittel oder sowas, wenn du jetzt sowas Blödes hast, so eine blöde Behandlung. Huch. Weil ohne Schmerzmittel wäre das, glaube ich, doof. Also noch döver als so schon. Übrigens, wir haben jetzt jede Menge Erdbeeren. Ich würde es ja eher sinnvoll finden, wenn wir zu dritt in die Mine gehen, aber okay. Hi, Ochi! Ibu 600, das ist aber schon ziemlich heftig. Schmerzmittel. Das ist ja nicht nur so ein bisschen Schmerzmittel, das ist schon... Also kannst du einfach Ibu 400 mal zwei Tabletten nehmen, da hast du Ibu 800, also... Naja, aber nur wenn du immer zwei reinwirfst. Naja, das hab ich doch immer gemacht. Wenn Ibu 600 so schon gibt. Geld. Was, Ibu 600 gibt schon so? Nein. Ich glaube schon, oder? Nein. Hat doch Ibu 600. Ja. Ja, das hat er bestimmt verschrieben bekommen. Ajo. Über Ibu 400 kriegst du beim generell. Also du meinst, dass es nicht frei verkäuflich ist, aber... Na und? Ja, du musst halt vorher zum Arzt gehen. Da bekommst du es. Das lohnt sich, glaube ich, nicht nochmal Erdbeersamen auszusehen. Wir müssen endlich dieses Gewächshaus da freischalten. Bis Ibu 400 ist frei verkäuflich. Ja, aber Ibu 600 halt nicht. Was machen wir denn mit uralten Samen? Da haben wir jetzt den dritten gefunden. Was? Achso, die kannst du, glaube ich, jede Jahreszeit an. Aber heb die lieber bis zum Sommer auf. Wir haben nur jede Menge davon inzwischen. Oder relativ also ich fahre jetzt Richtung Wüste. Ja, nee, ist klar. I'm on my way with you. Aber ich habe kein Essen mit. Ich habe auch nicht viel mit. Wir müssen ja nicht lang bleiben, wir fahren nur ein bisschen Iridium. Paracetamol ist bis 500 frei, okay. Alles fit. Ich glaube, die haben die roten Slimes aggressiver gemacht. Ja, das ist ja Wahnsinn. Die haben doch gar nicht gepatcht, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Nee, das war schon letztens. Das war schon letztens. Weiß aber nicht, ob es den schon gibt. Gibt es den schon? Mal kannst du eine Kokosnuss nehmen. Die kannst du essen. Noch eine Kokosnuss. In der Kokosnussmann. Kokosnussmann. Jo, bei mir auch. Mit Banana Joe. Frag mich nur, warum Paracetamol frei ist bis 500 und Ibu nicht. Ist Ibu heftiger? Anderer Wirkstoff? Anderer Wirkstoff wird auch über andere Organe abgebaut. Aber wenn du es halt so oft nimmst, dann ist der Wirkstoff auch. Das ist ja ein Riesenschleim. Du bist echt nicht oft in der Mine. Richtig. In der Wüste ist das normal. Ich war noch nie in der Wüste, bevor ich mit euch gespielt habe. Und ne, du wüsstest jetzt, wie oft ich hier bin. Aber die Fee gibt es auch außerhalb der Wüste. Ja, im Monster Dungeon. Ich kann dir nur sagen, dass das Paracetamol über die Leber abgebaut wird. Und deswegen solltest du Paracetamol nicht mit Alkohol verbinden, weil du nämlich sonst einfach dauerhaft betrunken bleibst, weil er zuerst Paracetamol abbaut. Geil. Wir haben es ja früher gerne gemacht, wenn wir in Diskothek gegangen sind, dass wir vorher Blutspenden gegangen sind und dann erst Alkohol getrunken haben. Alter, sowas macht man nicht. Damit man schneller besoffen ist, Geld zu sparen, weil Geld war knapp, Alkohol. Ja, klar. Zeit zu besoffen sein, nicht. Das war damals, wo ich mit meinen zweifelhaften Freunden unterwegs waren. Ja, das klingt sehr zweifelhaft, auf jeden Fall. Liebe also Kinder, hab's nicht nachmachen. Aber die haben das immer gemacht. Und ich hab's nie verstanden, weil ich immer... Mir haben 25 Euro damals gereicht. Damit ich halbwegs gut dabei war. Ja, die reicht doch heute noch 25 Euro, damit du besoffen bist, oder? Die reichen doch heute noch 25 Euro, damit du besoffen bist, oder nicht? Also je nachdem, wo man einkauft, mir landet 15 Euro und Schnaps und dann bin ich besoffen. Also ich meine. Ich wollte gerade sagen, nimm 5 Euro Wodkaflasche und dann bist du durch. Ja. Naja, aber wenn du es in der Diskothek kaufst, ne? Also. Hier geht's runter. Jo. Hier geht's runter. Yay. So, ich geh jetzt mal zum Schmied. Wir haben ja genug Geld. Wir haben nämlich Haufen Geoden. Also ihr habt letztens ein bisschen. Wir haben noch mehr Geoden. Wir holen eingesammelt. Gerade. Na, aber ich habe jetzt eure ganzen genommen, also wir haben. Hier ist noch ein lilaner Pilz, Moment, den nehme ich noch mit. Ja, das bringt gut Energie, den musst du auf jeden Fall mitnehmen.
Violetter Pilz heißt es. Ja, Violetter. Frauenfarbenpilz. Chris, gibt es denn bei dir einen Plan? Ein Plan, wann es dann besser werden soll? Mein erster Schatten ist ganz gefunden. Wir haben 15 rote Geoden und 14 OG. Andere. Was ist denn jetzt kaputt? Ich bin bestens versorgt. OG zieht mich immer damit auf, dass er Schokolade isst und ich keine da habe, aber dank Chris. Ich wollte gerade sagen, also wir sind jetzt auf jeden Fall versorgt. Ich habe so viel Schokolade. Ha, jetzt kann ich dich neidisch machen die ganze Zeit. Ich kann die nächsten 10 Streams Schokolade essen. Hey, ich tippe ja eher irgendwie 10 Streams. Nur täglich Streams kommt das hin. Naja, dafür esse ich zu gerne und zu viel Schokolade. Das würde auch nicht mal 10 Tage halten. Meinst du? Aber jetzt habe ich welche. Ja. Das Ding, wie kann ich gar nicht verletzen? Die komische Fliege. Nee, der muss, glaube ich, irgendeine Bombe oder irgendeinen Scheiß rausschmeißen. Ich weiß nicht. Wie ein riesen Ding ins Pummens. Die sind eigentlich ganz chillig. Aber ich habe noch keinen Ring, der keinen Schaden. Es gibt einen Ring, der macht jeglichen Schaden von Slime weg. Ich hab schon gegen die Wand drücken. Ring. Ich krieg Leben, wenn ich Gegner töte. Deswegen töte ich die jetzt alle. Ha! Assi. Bis 27 überleben, dann gibt's die Füllung und du solltest besser werden. Ja, wenigstens ist es dann abzusehen. Aber ich, ja, du hast uns versorgt. Oh ja, sowas von. Das war, wir haben uns allen für Karies gesorgt. UN Chris Delivery. Ja. Für Karies hat er bei mir nicht gesorgt. Putzt du regelmäßig die Zähne? Ja. Direkt nach dem Schokolade essen? Nee, das nicht. Siehst du? Ich jetzt runter. Yay. Aber deswegen habe ich trotzdem noch keinen Karies. Ich habe relativ gute Zähne, die letztens schon mal gesprochen hat und zumindest Felix hat es gemeint. Okay. Ja, du hast gute Zähne. Wer meine Zähne hat, glaube ich. Da fallen jetzt halt in unterschiedlichen Bereichen. Ich bin 6 Ebenen tief gefallen. Ja, das hängt vom Glück ab, wie tief man da fällt, glaube ich. Ich bin 7 Ebenen unten. Aber du hast doch weniger Glück als ich. Ja, eigentlich schon. Schweinerei. Ja, es hängt vom Zufall ab, nicht vom Glück. Zufall und von Glück. Wenn du Pech hast an dem Tag, so geisterschlecht gewogen und so, dann... Ich mache jetzt hier einfach ein bisschen langsamer. Aber desto tiefer du fällst, desto mehr Schaden kriegst du. Stimmt, du kriegst ja Schaden dadurch. Diona, hallihallo. Ihr solltet nicht vergessen, nebenbei zuerst. Diese grünen Mistviecher, die fliegen, die sind echt scheiße. Die sind ekelhaft. Ich kann nicht auf dich warten. Kokosnüsse gar nicht mampfen. Ich nicht? Oh nee. Nein, dieses Gebiet ist verseucht, Zucker. Erstmal einen grünen Pilz essen. Lass Lumi sterben. Du bist so ein fieser Kerl. Ich bin nicht mal in der Nähe von ihr, also ich könnte es nicht mal verhindern, wenn ich wollte. Lumi stirb. Wir spielen nie wieder mit Felix. Doch, ich finde, wir müssen Tryon 2 noch mit ihm spielen. Tryon könnte man mal machen. Da wäre noch ein guter Partner. Was? Ja, ich glaube schon. Oder ich muss halt doch Dio überzeugen, mit Tryon zu spielen. Welches Spiel denn? In der Schädelhöhle? Heißt das Ding hier Schädelhöhle? Ich muss hier raus, ja. Ich kann dir nicht weiterhelfen, ich bin weg. Ja, dann sind wir in der Schädelhöhle. Ich bin weg, ich bin nicht mehr in der Schädelhöhle. Ich wusste nicht, ob das Ding in Schädelhöhle heißt. Wir haben es einfach Mine der Wüste genannt. No. Ich suche aktuell noch den Gang weiter nach unten, aber Spiel sagt nein. Ja. Entweder du hast eine Bombe, um den Eingang nach unten zu sprengen, oder du hast halt einfach keine Leiter, deswegen habe ich gesagt, ohne Bombe. Kannst du nicht auch Leiter machen? Du hast einfach Glück. Also jetzt komm, ich bin auch schon auf 30 oder 40 runter, ganz ohne irgendeine Bombe. Ja, kannst aber... Kannst du einfach Leiter craften? Nachdem ich mich damals bei Wiki etwas belesen hatte, wo ich im Einzelspieler gespielt habe, du kommst mit Bomben besser runter als mit allen anderen. Na, guck mal, ich habe die Leiter gefunden, aber jetzt bin ich da in die Mitte noch das Zeug looten da. Ja, ich bin draußen, Ben, gell? Ich helfe dir jetzt nicht mehr. Empfehlung, bestes Schwert, was ihr finden könnt, mit bester Ausrüstung, Hacker. Ja, wir sind halt hier mit mehr Leuten unterwegs, geht das auch irgendwie. Warte, ich stirb. Mein. Oh, ich habe mir Iridiumbahn bekommen. Das ist natürlich schön. Guck mal, das ist schon gelohnt. Ich habe mir Iridiumbahn. Ja, nice. Ich habe keinen gekriegt. Ich habe mit euren Geoden habe ich 7 Iridium-Erz geholt. Cool. Nio 58, hallo, du Spender, du. Herzlich willkommen beim Stream. Mein Lieber, du kommst aber schnell zur Sache. Dankeschön für den Follow.
Oh, jawohl, die Kinnlade hängt jetzt auf halb acht. Ich werde doch direkt gehostet. Dankeschön auch noch für den Host und für dein Follow. Herzlich willkommen. Follow und Host in einem. Hallihallo. Ja, Follow und Host waren direkt hintereinander. Mhm. So, wir wollen ja nicht sterben, wir machen ja hier nicht die Lumi, ne? Aktion. Ich bin ohne zu sterben raus, ja? Ja, das war aber knapp ist heute der, wieder. Ist der ganz viel Essen. Ach, guck mal, ich habe hier jetzt einmal Essen gebraucht und habe quasi schon fast den ganzen Tag dort verbracht. Ich finde irgendwie nicht, dass man so viel Essen braucht da unten. Ich hätte vielleicht noch ein weiteres Mal Essen gebraucht, also zweimal Essen. Mehr brauche ich da unten nicht. An. Ist okay. Lieber Ben, wenn du der Master auf Mining bist, dann kannst du in Zukunft immer runtergehen. Aber ich bin der Master auf Harvesting eigentlich bei uns. Farming. Du kommst von Lumi, Moment mal, Nio kommt von dir, von Lumi und hostet mich? Das ist ja interessant, dankeschön. Ich hab mich davor gehostet, das hat sich umentschieden. Tja, hab ich wohl die bessere Qualität. Benni ist halt besser. Wenn ich bis Stufe 100 komme, ja, ich will ja nicht bis Stufe 100 kommen, wir wollten bloß Iridium-Erz sammeln, tatsächlich. Eigentlich überlasse ich das wirklich tief runterkommen, den anderen beiden. Das sind die Minenmaster, die haben zusammen schon die andere Mine durchgeknüppelt. Ja, die andere Mine. Du kannst das doch so gut, Ben. Ich habe nur gesagt, ich habe jetzt nur ein Essen gebraucht und war quasi den ganzen Tag unterwegs. Hatte ich leider noch keine Gelegenheit zu, weil ich gestern also beim Arzt, das ist irgendwie, es denkt man nicht so dran, dass man Schmuck anlegen könnte. Und heute war ich nur Food-Sharing-Sharen und da das würde ich in das, altem Obst. Nee, das auch nicht. Da läuft man auch nicht mit Kette rum. So. Moment, aber da kann ich noch Holz. Aber und am Samstag habe ich, glaube ich, eine Gelegenheit. Benni, wo tust du die ganze Mayonnaise eigentlich hin? Da ist eine Truhe direkt daneben. Benni, warum hast du nicht geerntet? Ich hab geerntet. Ich hab Erdbeeren geerntet. Ja, aber keine Pastinaken. Tja, ich hasse ja auch Pastinaken. Das ändert nichts daran, dass du sie vielleicht ernten und verkaufen solltest. Nö, finde ich schon, dass es was ändert. So, jetzt muss ich noch einsortieren die ganze Zeit. So, was habe ich denn eigentlich hier? Eine Bleirute Stufe 3 Knüppel. Nee, ist glaube ich schlecht, dass ich habe. Ich pack die mal hier in die Truhe, weil wir brauchen die bestimmt irgendwann wieder. Was sind das? Große Milch in lila? What the hell? Ja, habe ich mich auch letztens mich gewundert, was das ist. Ihr seid die Härte. Ich sag das vor zwei Mal aufnehmen. Ja, da war Felix nicht da, der ist rausgerissen eigentlich. Aber dann erkennt Ben letztes Mal und jetzt du dieses Mal. Also... Diese Erkenntnisse, die sich so fortpflanzen. Warum kannst du mir keinen einzelnen Bit geben? Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Habe ich vielleicht eingestellt? Keine Ahnung. Ziege? Was? Haben wir schon eine? Und ein Schaf? Ich glaube nicht. Ente? Konnten wir noch nicht kaufen, muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube, Ente haben wir was gemacht. Ente haben wir und Hase haben wir. Entenei bräuchte ich. Die ist noch nicht ausgewachsen, die Ente. Ach so. Wir brauchen noch ein bisschen. Ente, also ich kann nur vermuten, dass ich das wahrscheinlich eingestellt habe, dass man keinen einzelnen Bit spenden kann. Sondern dann irgendwie erst ab 10 Bits oder sowas. Ja. Weil ich das irgendwie doof fand, einzelne Bits irgendwo hinzuwerfen und dafür Alerts zu haben. Könnte sein, dass ich das deswegen umgestellt habe. Tut mir leid. Ich habe die Alerts für die Bits ausgestellt und habe stattdessen ein Bit erlaubt. Okay, das ist halt auch eine Option, ne? Ist vielleicht auch cool. Soll ich die Alerts für die Bits wieder anmachen? Ich habe gar keine eingerichtet. Ja, bei mir ist es ja gleich wieder Spenden-Alert. Tatsächlich. Nee, das ist bei mir tatsächlich ein Unterschied. Aber bei mir hat auch noch fast niemand gechillt. Entsprechend habe ich darüber noch gar nicht so krass nachgedacht. Wie geht's euch denn allen heute Abend, die hier eingeschaltet haben? Geht's euch gut? Habt ihr schön den letzten Donnerstag vor Weihnachten verbracht? Habt ihr schon alle eure Geschenke und habt ihr auch schon alle eingepackt? Ich nicht. Noch nicht alle Geschenke oder noch nicht alle eingepackt? Ja, beides logischerweise nicht. Ja, hier ist es ernsthaft Felix? Ich hab tatsächlich fast alle Geschenke, aber ich habe noch nicht alle eingepackt. Wer heißt Felix? Ihr habt eine Ente oder einen Huhn Felix genannt? Ja. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Es kam gerade beim Anstupsen so, Felix versucht zu schlafen. Hey, lass doch mal Felix schlafen, Mensch. Der arme Felix, ich bin jetzt im Bett, ne? Also jetzt 20 Minuten noch quasi. Ich bin auch im Bett. Ja. Ja, ich lass nicht mehr ins Bett. Ich komm zu, wer ist das? Ich glaube, das ist alle, ich brauche Nachschub. Oh, und eingeschlafen, kurz vorm Bett. Kurz vorm Bett. Lumi schläft an der Bettkante bei mir. Doch, du hast ihr ein paar Bits gecheert.
Also Lumi oder was? Mhm. Hm. Wir hatten hier, was haben wir denn da für einen Zwergenhelm verkauft oder was? Ja, den hatten wir schon. Ich glaube, mir hat er 4 oder 5 einzelne Bits gechillt. Also jeden Artefakt konnte ich abgeben, aber die und anderen ganzen, wir die ganzen Edelsteine oder was das sind, braucht man nicht? Nee, wir haben 6 Stück. Okay. Edelsteine tue ich immer bis 6 Stück auf Harvesten. Ich weiß, und was dann wir machen wollten.